Entschuldigung, jetzt habe ich gerade lachen müssen, weil zuerst war die andere Kamera aktiv und der Silvester hat seinen Kopf reingestreckt. Das sah süß aus. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ach, ich sag Ihnen, das wird jetzt eine Stunde, es wird was los sein. Peter Schmiedinger ist bei uns und wenn Sie jetzt sagen, wer ist Peter Schmiedinger? Moment, habe ich vielleicht schon mal irgendwie gehört, haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört, denn Sie können keine Mode, keine Beauty-Zeitschrift aufschlagen, ohne ihn zu finden. Ob es Heidi Klum oder Nicole Kidman oder Charlene von Monaco ist, Fürstin Charlene von Monaco, wurde von ihm geschminkt. Er hat den Preis des Visagisten des Jahres gewonnen. Seit der Trend- und Style-Woche ist er hier bei uns bei HSE24 und wird erst, und jetzt Achtung, erst im Februar wieder kommen. Jetzt war das heute Vormittag ein so gigantischer Erfolg, dass wir jetzt die letzte Präsentation haben, allerdings eine etwas kürzere Stunde. Aber wir haben jetzt noch mal alles möglich gemacht und wir haben das Puder. Ich zeige es Ihnen direkt vorab, bevor ich überhaupt in die Vorschau gehe. Wir haben das Face Design Puder. Wir haben den kompletten Jahresbestand für Sie jetzt noch mal freigemacht. Und es wird vor Februar nicht mehr kommen. Für 24,99 €. Vergleichbare Puder kosten 60, 70, 80 Euro. Made in Italy. Was Sie damit machen, wird Ihnen Peter Schmiedinger gleich zeigen. Aber denken Sie an Geschenke. Dieser Puder ist die Sensation. Und wir haben alle Bestände, die bis Februar reichen sollen, jetzt reingepackt. Aber jetzt schauen wir erstmal hinein in die Stunde. Denn, Moment, das falsche Bild. Falsches Bild, die Mascara ist ja auch schon ausverkauft. Aber den Puder, oder schauen wir auf den, haben wir noch was? Warte, jetzt bin ich irritiert. Puder, gell? Ja. Ich höre, glaube ich, nichts. Aber ist wurscht. Wir machen das Puder. Jetzt höre ich dich. Super, jetzt höre ich dich. Da haben wir den Face Perfection Rouge Puder für 24,99 €. Das ist der letzte Auftritt an diesem Tag. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Was Sie damit machen können, wird Ihnen Peter Schmiedinger gleich zeigen, weil es geht darum, das Gesicht zu konturieren. Sie haben hier eine Profi-Qualität an Puder, die, und das ist das Gigantische daran, mit Seidenproteinen gefüllt ist. Das heißt, der Haut zusätzlich noch mal Feuchtigkeit gibt, also da in keinster Weise irgendwie austrocknet, ganz im Gegenteil. Es ist Maisstärke drin, die für ein mattes Finish sorgt. Vitamin E hindert freie Radikale, parabenfrei gemacht, aus Italien von einer, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber von einer Firma, die die teuersten Puderrouges herstellt. Und Peter Schmiedinger hat seine über 20 Jahre Erfahrung, er war 18 Jahre lang Chefvisagist bei Estée Lauder, über 20 Jahre Erfahrung hat er hiermit reingepackt und deswegen kommt so gut bei Ihnen an. Also wie gesagt, das ist der komplette Vorrat, der bis Februar hätte reichen sollen, der sich in dieser Stunde ausverkaufen wird. Die Leitungen füllen und füllen sich jetzt schon. 36102 und die 5 ist die Bestellnummer. Dann schauen wir ganz schnell noch auf die Lippenstifte. Und auch das ist viel mehr als nur ein Lippenstift. Denn Sie haben hier einen aufpolsternden Braunalgenextrakt mit drin. Das sehen Sie da in der Mitte. Das ist ein Pflegekern. Das heißt, Sie können gerade jetzt im Winter die Fettstifte einfach mal wegschmeißen. Die polstern die Lippen optisch auf, geben den ganzen Tag Feuchtigkeit und passen sich Ihrer Lippenfarbe an. Ich darf Ihnen das gerade mal zeigen. Es sind zwei Farben zur Wahl. Ich muss Ihnen auch den Verschluss zeigen, weil der ist auch so irre. Achtung, Sie klicken nur, zack, ziehen es raus. Sie bekommen beide Lippenstifte nach Hause. Einmal die Peach-Variante, einmal die Rose-Variante. Ich benutze immer die, also zumindest jetzt in der Sendung, ich benutze auch beide, aber jetzt in der Stunde die Rose-Variante. Da muss ich gar nicht hinschauen. Da läuft nichts aus. Sie haben diesen glossigen, aufgepolsterten Effekt. Das ist der Wahnsinn. Schwierig, ich kann nicht sprechen. Ja, so ist es. Es polstert auf. Das war jetzt ein Kuss für meinen Martin. Der hat's verdient. Für 24,99 €. Denken Sie da an Geschenke. Da sind wesentlich mehr heute schon verkauft worden, nur in der vorigen Stunde, was wir jetzt überhaupt noch da haben. Denken Sie ans verlängerte Rückgaberecht. Ja, es ist klar. Zu Hunderten sind Sie schon wieder in der Leitung. Es wird eine kurze Peter Schmiedinger Stunde sein. So leid's mir tut. Aber wir schauen dann mit der Conny Schwörer auf den cleversten Regenschirm. Warum?
Der ist sturmfest, also dem kann selbst so ein großer Herbst-Wintersturm nichts anhaben. Für 19,99 und wissen Sie was, Schirm brauchen wir alle und dann kommt alles sogar noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Also auch der Puder portofrei. Und zum Schluss ist der Georg Stiels noch da. Mensch, ich habe ja drei Top-Experten heute in der Stunde. Mit der Helena Vera Steppjacke, unser Joker der Woche für 49,99 €. 359-83 und die 8 ist die Bestellung. Die Models, die Promi-Frauen, aber vor allem auch wir normale Frauen nennen ihn den Meister. Da ist er, unser Peter Schmiedinger. Peter, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Beate. Dankeschön. Erstmal ein Küsschen. Peter, grüß dich. Und natürlich auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für Ihr unglaubliches Interesse an der Beauty Perfection Linie. Es macht mich unglaublich glücklich. Und natürlich hätten wir noch weitere Stunden, aber wir sind fast ausverkauft und ich konnte für Sie extra noch ein Kontingent freimachen. Und das sind eben die Highlights, die Sie sich gewünscht haben. Das ist ein ganz besonderes Rouge, ein Seidenrouge, was die Haut nicht mehr fleckig aussehen lässt, wo Sie auch ohne Make-up auf die Haut gehen können. Sie können es als Lidschatten verwenden, Sie können es als Puderrouge verwenden. Und ich sage immer zu 7 Milligramm, das ist ein ganz, ganz großer Stein. Eigentlich normalerweise sind es 3, 3,5 Gramm. Sie haben hier die doppelte Menge mit einem Profi-Pinsel und Farben, die wirklich tragbar sind. Ich zeige es Ihnen gleich am Modell. Wir haben natürlich die Madeleine und die Janine, zwei unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben eine blonde Frau, wir haben eine dunkle Frau und Sie werden es lieben. Du, Peter, jetzt habe ich vorher angesprochen, das ist viel mehr als nur ein Rouge. Weil oft denkt man ja, Rouge, traue ich mich gar nicht ran, ich weiß gar nicht, wie das geht. Eigentlich kein Hexenwerk, aber ich finde Pflicht für jede Frau, ob geschminkt oder ungeschminkt, weil es einfach gesund aussehen lässt. Aber es gibt Kniffe, Peter, warum? Und deshalb bitte jetzt mal nicht erschrecken. Ich habe hier mein Roségold, wie die hochwertige Luxuslinie ist, Ihnen meinen besten Freund mitgebracht. Ich mache Schulungen weltweit und ich sage immer, Make-up ist Form. Und ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn man in Zeitschriften liest. Darum bin ich permanent in Style, in Touch, Madame Vogue. Weil die Journalisten sagen, Peter, das ist so schön erklärt. Ich werde es Ihnen live gleich am Modell zeigen. Sie haben einen Wangenknochen. Und das ist immer morphologisch ganz, ganz wichtig. Der entspringt vom Ohrknorpel. Und Sie suchen nur, und jede Frau hat in einer unterschiedlichen Höhe ihr Ohr. Sie suchen Ihren Ohrknorpel und machen einen Trick nur. Sie nehmen Ihren Pinsel, der liegt bei, im Seidenrouge, zwei Farben, Rose-Ton, Peach-Ton, passen sich an. Sie setzen von außen nach innen an, das kann ich blind. Ich setze von außen 100% 80, 50, 20, 0. Also nicht immer bitte dieses hin, her, hin, her. Und dann nehmen Sie den Rest, der noch im Pinsel ist, ziehen ganz leicht zur Haarkante mit ab. Dadurch haben Sie immer Licht, Schatten, Licht, Schatten. Und natürlich habe ich es nur angedeutet, ich nehme jetzt mal meine Luxusdose mit den Seidenproteinen. In der Zwischenzeit sage ich eines, Peter, auf deinem Weg, es sind die letzten 1000 Puderrouges. Und die Leitungen sind schon wieder proppevoll. Und das ist der komplette Vorrat. Wir haben jetzt extra alles möglich gemacht, weil die heute so erfolgreiche Stunden waren. Es ist der komplette Vorrat bis Februar 2015. Erst im Februar ist unser Peter Schmiedinger wieder da. Klar, weil er international unterwegs ist. Ich meine, leider, wir hätten dich gern jede Woche hier. Geht nicht, weil die Topmodels wollen ihn auch haben. Und jetzt zeigst du, wie es geht. Sehr schön. Also Sie orientieren sich bitte nur, Sie haben ein Drittel, Sie haben zwei Drittel, drei Drittel. Morphologisch sitzt bei jeder Frau im zweiten Drittel der Wangenknochen. Und Sie spüren das. Sie suchen Ihren Ohrknorpel, Sie tasten von außen nach innen zur Nasenspitze, ziehen bitte niemals nach unten. Das macht Sie älter. Dort käme die Nasolabialfalte hervor. Das wollen wir nicht. Sie entscheiden den Peachton für einen Tag zum Beispiel, setzen von außen nach innen an und Trick modellieren. Man sieht es jetzt sehr schön bei der Janina zur Haarkante. Das ist mein Beauty-Tipp und Trick. Wenn Sie ganz leicht diesen Seidenton, das ist reine, sag ich mal, gepresste Seide, die fleckt nicht, die mattiert nicht, die gibt einen ganz leichten Glow. Sie schaffen dadurch Licht am Wangenknochen, Schatten, im Augenbereich Licht. Dort wieder diese Abschattierung zwischen zwei Schatten, Rouge ist Licht,
strafft Ihr Auge hoch, wenn Sie stressige Zeiten haben, wenn Sie ein Schlupflied haben, wenn der Augenringmuskel sich einfach senkt. Bitte niemals in die Schläfe, sondern immer Ohrknorpel von außen nach innen bis mit die Pupille. Sie suchen sich nochmal, und das finde ich so unglaublich wichtig. Sie haben 7 Milligramm drin und das ist wirklich viel. Sie haben das ganze Jahr einen Ton, unabhängig von der Haar- und Hautfarbe, unabhängig ob schwarz oder helles Oberteil, ob bunt. Sie entscheiden auch ganz simpel, wenn Sie mal in beide Töne, ich liebe Mischtöne, wenn ich im Modelbereich, gerade Victoria's Secret, die teuersten Mädchen schminke, definiere ich nie eine Farbe. Sie als Frau sollen wirken. Und da zeige ich Ihnen nochmal ganz, ganz entscheidend. Ohrknorpel zur Nasenspitze. Und Sie sehen, diese Seide, die schmiegt sich. Janina hat ja kein Make-up. Leider ist sie ausverkauft, Natural Perfection Cream. Ich habe die nur drunter, ohne Puder. Ich schattiere zur Haarkante ab. Und Sie sehen, wunderschön, Licht, Schatten, Licht, Schatten. Und das ist der Beauty-Trick. Und das ist wie ein Lifting, jetzt wie ein Jungmacher. Ja, ganz genau. Also ich habe ja vorher heute Nachmittag was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Die ganze Stunde hindurch war eine permanente Wartezeit. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir wollen die 19-Uhr-Stunde nicht absagen. Wir haben das komplette Rouge-Kontingent, was bis Februar reichen soll, jetzt in die Stunde reingepackt. Und jetzt denken Sie an Geschenke für die beste Freundin, an die Mama, an die Tochter, weil da freut sich eine Frau in jedem Alter, selbst eine, die vielleicht noch nie Rouge benutzt hat. Wir sind bei den letzten 900 Bestellmöglichkeiten und der Peter kommt erst im Februar wieder. Es ist eine Top-Profi-Qualität mit Maisstärke. Das heißt, Sie fangen nie an, Fettglanz zu haben. Und ganz kurz, Beate, Maisstärke ist genau das, weil normalerweise ist in herkömmlichen Rouge drin Talkum. Okay. Talkum ist der billigste Füllstoff, wollte ich darauf verzichten. Maisstärke reguliert von Ihrer Pflege zum Rouge die Stabilität. Sehr gut, ganz, ganz entscheidend. Vitamin E, auch ein Radikalfilter. Richtig, ne? Das antioxidativ, genau, Beate. Seidenproteine geben eben dieses feine Finish, die Feuchtigkeit, parabenfrei. Dann übrigens auch ein ganz leichter, verwöhnender Duft. Dann der Pinsel ist mit dabei, der einfach zu reinigen, immer antibakteriell ist. Peter hat sich bewusst für ein Synthetikhaar entschieden. Ganz, ganz wichtig. Das ist der neue Zug der Zeit. Ja, um Gottes Willen, niemals mehr mit Echthaar. Echthaar sammelt Bakterien. Das werde ich Ihnen auch im Februar vorstellen. Eigene Pinselkollektion. Das bleibt weich, das bleibt stabil. Das waren damals Zobelhaare. Unbezahlbar. Und ich weiß, jede Frau ist nun mal so, wäscht nicht jeden Tag ihren Pinsel aus, macht ja auch nichts, der kommt zurück in die Dose. Synthetikhaar fängt keine Bakterien, bleibt super weich und geschmeidig. Und warum habe ich eine schmale Seite und eine breite Seite? Mit dem pflegenden Seidenrouge. Schattieren Sie bitte für einen Tag mal ganz simpel, easy. Frische Glow im Augenbereich. Sie sparen sich einen Lidschatten, Sie setzen das zum Augenton ab und setzen natürlich jetzt zum Beispiel bei der Madeleine, setze ich auf den Knochen, bei der Janina bin ich ein bisschen drunter. Tipp meinerseits, Frauen, die sich ein bisschen rund von der Gesichtsform fühlen, bitte immer Ohrknorpel unter den Wangenknochen, sofort wirkt man konturenreicher. Frauen, die sagen, okay, ich habe ein bisschen zu wenig Gewebe, ich fühle mich ein bisschen zu hart, immer Ohrknorpel auf den Knochen. Das sind so die Tricks, wo ich sage, einfach nur mal, Sie merken Wollen sich Zeit. Wollen wir mal das Vorher-Nachher-Bild einbinden? Von der Madeleine und von der Janina auch. Gerne. Denn das finde ich so Wahnsinn. Da ist ja jetzt sonst nichts gemacht worden. Nee. Einfach nur das Puderrouge. Sehr schön. Und jetzt schauen Sie mal, wie die Madeleine, die sieht 10 Jahre jünger aus. Die Wangen kommen wieder nach oben. Danke, na, das ist mir so wichtig, genau, Ihre Form zu verbessern. Angemalt auszusehen, das war so die 80er Jahre. Sie merken es am Bildschirm jetzt vorher, nachher. Ich will, dass Sie wirken als Frau und nicht, dass Sie irgendwelche Rougebalken, wenn ich das so salopp sagen darf, da kreieren oder darauf achten, sind es zu hoch pigmentiert. Das passiert Ihnen bei der Seide natürlich nicht. Mhm. Und wie gesagt, es ist bei ein der Pinsel. Janina schauen wir jetzt auch gerne. Die Leitungen sind wieder proppevoll. Wir haben gleich wieder konstant 200-300 Damen am Telefon. Also nochmal, sichern Sie sich das als Geschenk. Auch bei der Janina, schauen Sie mal, das ist ja eine junge, bildhübsche Frau. Ja, klar. Aber was da an der Gesichtsform gemacht wurde, gar nicht mehr so lang. Gell? Das ist genau der Part. Und zwar der Punkt ist immer, junge Frauen wollen meist immer mehr Kontur.
Frauen, die sich rund fühlen, sagen zu mir, ah, Peter, ich will mehr Kontur. Ich zeige es Ihnen nochmal an der anderen Seite. Sie suchen ihren Ohrknorpel. Morphologisch entspringt bei jeder Frau vom Ohrknorpel der Wangenknochen. Sie setzen von außen an für mehr Kontur unter dem Wangenbein. Sie nehmen außen 100%, schattieren 80, 50, 20, 0. Sie merken es, wenn eine Linie von außen nach innen kommt, wird ein Rouge gefällig. Sieht einfach professionell aus. Nehmen den Ton, schattieren zur Haarkante. Die letzten 500 gleich. Um Gottes Willen, Peter, jetzt müssen wir an der Stelle abbrechen. Peter Schmiedinger kommt erst im Februar wieder. Aber gerne. Ja, das hoffe ich, du. Es ist der letzte Auftritt heute an dem Tag. Also wenn Sie das Puderrouge noch haben wollen, denken Sie wirklich an Geschenke. Für 24,99 ist das ein unschlagbarer Preis. Aber jetzt, nächster Ausverkauf, werden die Lippenstifte sein. Okay. Denn die waren jetzt auch in der Vorschau natürlich schon wieder so beliebt, ist ja auch kein Wunder. Auch hier die letzten Bestellmöglichkeiten bis Februar, muss man mal ganz klar so sagen. Und dann noch zum Weihnachtspreis. Ich meine, der Preis sollte reichen bis Weihnachten, damit Sie dann auch online, wenn Sie noch ein schnelles Geschenk suchen, aber da werden die nicht mehr da sein. Peter, was hast du hier gemacht? Also was ganz wichtig war, ich sage immer, eine Frau hat natürlich einen Lippenstift, ja. Aber der Part ist immer der Lippenstift ist Lippenstift, ganz klar, wunderbar. Ich achte in meiner Linie für Sie ganz, 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 ganz wichtig drauf, dass Sie pflegen an den Lippen. Die Lippe hat keine Schweißdrüse, die Lippe hat keine Hornschicht, deshalb hat jede Frau unabhängig vom Alter rötliche Lippen. Jetzt war natürlich mein Beauty-Trick, dass ich für Sie im Kombipack zwei Töne kreiere, die unabhängig von der Haarfarbe, Alter, Hautfarbe, Sie sehen es ja bei meinen Modellen Janina und Madeleine, dunkle Frau, die älter ist, Janina heller, arbeitet als Model, unterschiedliche Gesichtskonturen, dass wir zwei Töne haben, Rose Kiss, Peach Kiss. Das waren zwei Symbole, die ich Ihnen vermitteln wollte, ja. Weil Lippen, die sollen zum Küssen einfach da sein, die sollen sexy ausschauen und vor allem gepflegt. Und ich sage immer, der Lippenfarbton von Ihnen kommt mit dieser Schattierung durch. Sie sehen es, ich gehe jetzt einmal auf meinen Handrücken, ganz leicht. Das ist der Peachton, Sie sehen den, der passt sich an. Wollen Sie mehr? Kein Problem. Bitte noch mal ein bisschen drüber gehen. Und das ist mir so wichtig, dass Sie entscheiden mit einer Farbe, wie für einen Tag weniger, für einen Abend mehr. Und genauso geht es beim Rose Kiss. Und das sind zwei Farben, die in der Haut selber vorkommen. Du schau, und bei mir sieht schon toll. Das ist verrückt aus, aber das sieht jetzt bei mir wieder anders aus. Klar, weil ganz ich ja genau. Andere Ausgangsbasis habe. Aber das hab, ist ja? Genau das. Das sind die lichtreflektierenden Mika-Farbpigmente. Ich will sie nicht überlagern, dass ihre Lippen ja. Nur angemahlen aussehen. Ja. Ich darf das vielleicht mal bitte zeigen. Bitte unbedingt, Peter, und weil zwar, Leitungen sind. Ist ich mache einen Schritt wieder zur Seite. Proppevoll, die letzten 580 Bestellmöglichkeiten. Und ich wenn sag, weg, dann weg. Und ich sage ganz bewusst jetzt nicht Lippenstift dazu. Sie werden nämlich gleich was erleben. Der ist konisch gepresst. Das heißt, Sie sparen sich einen Konturenstift. Sie gehen mit einer ganz neuen Verfahren von der Pressung in die Lippe. Sie setzen auf der Lippe. Und Sie sehen, ich gehe bei der Janina mit Schmackes, darf ich einfach mal sagen, auf die Lippe. Warum? Weil es ist kein Lippenstift nur, es ist ein Pflegelton. Der pflegt die Lippen, es ist Octidodegnol drinnen, ein Weichmacher und Sie sehen es super schön. Ich gehe an der Lippe bis zum Rand, es fehlt kein Konturenstift. Sie schattieren, schauen Sie mir den Glow an. Super. Braunalge zum Beispiel drinnen, wenn Sie sagen, ich habe ein bisschen die Fältchen um meinen Mund. Die Braunalge spendet Feuchtigkeit, gleicht sofort diese Fältchen aus und ich sage bewusst Magic Lipstick. Warum? Sie kennen es, Lippenstift für Lippe? Nee. In der Beauty Perfection Linie von mir haben Sie die höchsten Pflegeanteile. Ich lasse produzieren bei den größten Herstellern und sage Ihnen, mit diesem Ton gehen Sie bitte mal schnell nach dem Büro. Sie gehen mit Ihrem Liebsten essen. Sie haben nicht viel dabei in der Handtasche. Sie setzen den Ton ganz sexy auf den Wangenknochen, zaubert Jahre zurück. Weil das ist immer das, was ich liebe beim Modenschauen, bei Celebrities. Wenn hier ein leichter Glanz ist, dann werden Sie sehen, kommt die Wangenpartie sofort hoch. Das ist ein Lifting fürs ganze Gesicht. Und jetzt geht's weiter. Wir sprechen von zwei Tönen Peach Kiss
und Rose Kiss. Ich setze diesen Stift ganz simpel mit der konischen Spitze bei der Janina ans Auge. Es ist wie ein Creme-Lidschatten. Dermatologisch natürlich alles getestet. Sie werden sehen, die Haut sieht praller aus. Das Auge kriegt, ob braune Augen, blaue Augen, grüne Augen, dunkle Augen, kriegt immer so ein Glow. Und ich vergleiche das immer ganz gern. Natürlich werde ich mit Nicole Kidman immer verbunden auf meiner Homepage, Heidi Klum, Fürstin Charlene von Monaco. Aber Sie werden bei mir immer feststellen, das sind die zwei Töne. Ein Rose Kiss, ein Peach Kiss, weil das natürlich ist und in der Haut selbst vorkommt. Und wenn Sie sowas sehen, dann werden Sie feststellen, wir machen jetzt mal nur eine halbe Seite, werden Sie feststellen, es sieht nie angemalt aus und kriegt einfach diesen Glow. Und das ist jetzt, was so Trend ist, dieser Glow, dieser Schimmer. Wissen Sie, das hat nichts mit Glanz zu tun, sondern das ist diese jugendliche Strahlkraft, die uns immer wieder so ein paar Jahre zurückgibt. Also denken Sie auch hier nochmal an Geschenke. Peter wird vor Weihnachten nicht mehr kommen. Ja. Im Gegenteil, erst wieder im Februar 2015. Das ist der letzte Bestand. Und wenn Sie dann nur einen verschenken, vielleicht behalten Sie einen selber und sagen, ich verschenke einen. Erstens denkt sowieso bei der Verpackung schon jeder Hoppler, jetzt hat die da 50 Euro für einen Lippenstift ausgegeben. Dann steht noch Peter Schmiedinger drauf. Wenn sie den mal gegoogelt hat, dann weiß sie sowieso, was los ist. Aber hallo, dann schauen Sie, hat es diesen ganz modernen Klickmechanismus. Sie klicken und heraus kommt er und vollgepumpt mit Pflege. Ich habe keinen Gloss auch drauf. Ich nutze sonst immer Gloss. Ja. Bei den Lippenstiften braucht man das nicht, weil die polstern auf, versorgen die Haut den ganzen Tag mit Feuchtigkeit. Und immer noch sind hunderte Damen am Telefon jetzt für 24,99. Oh Gott, wir haben ja bloß nur 360. Ja, dann müssen wir jetzt abbrechen, Peter. Oh. Das war's. Endspurt. Das war leider jetzt die kurze Peter-Schmiedinger-Stunde. Seien Sie uns nicht böse, aber wir wurden einfach schon so geplündert. Ich muss es jetzt mal so flapsig sagen. Es ist alles weg. Es gibt wenige noch vom Rouge. Fragen Sie, wenn Sie jetzt gerade durchkommen, unbedingt nach dem Puder Rouge und die letzten Möglichkeiten beim Magic Lipstick. 36103 und die 2 ist die Bestellnummer. Ja, Peter, du, dann muss ich jetzt tatsächlich bis Februar auf dich warten. Ach, Beate, du musst nie auf mich warten. Wenn, dann warte ich auf dich. Weil ich muss natürlich auch sagen, der Erfolg ist natürlich auch mit so einer Moderatorin hier stehen zu dürfen. Weil das macht einfach Spaß und die Freude wollen wir Ihnen natürlich auch schenken. Und da darf ich mal im Namen von der Beate auch sagen, oder in meinem Namen zu ihr, sie ist doch eine bezaubernde Moderatorin. Also jetzt hör mal auf. Jetzt und genau das schenken wir Ihnen und ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, für Ihren riesen Bestellungsdrang, sage ich mal, um zu warten. Ich komme wieder, keine Frage, wie man so schön sagt. Bin aber nicht der rosa-rote Panther. Aber wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, jederzeit, ich komme wieder. Auch auf Facebook, natürlich. Ne, bist du erreichbar. Und Sie haben auch Tipps immer auf meiner Homepage, auf YouTube. Wie setze ich einen Rouge, wie mache ich einen Aufheller, wie setze ich Augenbrauen. Also ich bin immer für Sie da, auch gern schreiben. Und natürlich, ich freue mich auch schon wieder mit der Frau im Februar für Sie hier da zu sein. Peter Schmiedinger, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke an Sie. Gleich geht's weiter mit dem Joker der Woche, mit Georg Stiers und mit der Conny Schwörer jetzt sofort mit dem Regenschirm. Denn wenn wir toll geschminkt sind, ja, dann müssen wir gut geschützt sein. Bis gleich. Tschüss.